Hallo und moin moin. Ja, eine kurze Erklärung. Beim Einsetzen der Behälter in das Prüfgerät in Polymer Labs haben wir in der Auswahlliste nur fünf Behälter gesehen. Ein oder zwei weitere sind jedoch in der Liste unten zu finden, wenn man diese dann nach unten scrollt und tatsächlich alle Behälter eingesammelt hat. Das hatten wir halt nicht gemacht. Daher sehr viel später. Ha, hallo und moin moin. Ja, wir sind nochmal in Polymer Labs. Da geht's zum Kümmerwels. Hier waren wir schon, wie ihr wisst. Wir haben nämlich im Inventar etwas gefunden. Eine unidentifizierte Probe 3111. Wir haben alle Proben. Das ist das Isotop oder wie das heißt. Das ist Tungsten. Wir haben alle anderen Proben geprüft. Wo sind sie? Da ist Salzsäure. Wir haben Kobalt, Gold und Gallium. Und Gold müssen wir haben. Aber uns fehlt eine zweite. Und das könnte die nämlich sein. Wir haben hier unten weiter keine. Wir haben nur noch diese eine. Die haben wir ja nicht gefunden. So, jetzt gehen wir nochmal in dieses Labor. Jetzt muss ich nochmal schauen. War das jetzt da lang oder da lang? Ich glaube, wir sind hier hinten. Nein, das geht nach oben. Hier, glaube ich, oder? Ach, ich weiß es nicht genau. Doch, doch. Hier das. Nee. Doch. Ich trinke erstmal ein Stück gleich. Ja, das müsste reichen. So. Hier ist doch das Labor. Jawohl, und es ist sogar noch offen. Wir gehen also nochmal rein. Sicherheitshabende Waffe in die Hand. Oh, ich habe gerade auf den Doktor getreten. Da müssen wir hin. So, wir packen in das eine. Doch, doch, wir wollen das Gold da rein haben. Und in das andere legen wir die unidentifizierte Probe. So, Waffe kann, glaube ich, weg, ne? Ja, das sieht gut aus. So, jetzt schauen wir mal, was wir dabei rauskriegen. Wir brauchen irgendwas mit Lithium, meine ich. Und vielleicht ist es das ja sogar. Wir installieren das mal. Scannen das mal, meine ich. Ja, wir haben es ja doch. Oh, da können wir lange suchen in der Dings hier, oder? Boah. Wir haben beide zusammen. Ich weiß, dass wir die beiden brauchen, weil ich das schon ein paar Mal gespielt habe. Natürlich muss man erstmal an die Terminals gehen und lesen. Das haben wir hier teilweise nicht gemacht. Also, jetzt haben wir die gescannt. Jetzt wissen wir, dass die beiden da drin sind. Und jetzt sagen wir einfach, aktuelle Herstellungsparameter nochmal überprüfen. Ich glaube, das könnten wir uns theoretisch schenken. Da ist die Nummer 1142, die wir gesucht haben. Lithium, Hydrid und Gold. So, und jetzt könnten wir damit anfangen. Okay. Dazu müssen wir den anderen Punkt aufrufen. Also wir haben das Zeug mit uns rumgeschleppt, ne? Jetzt machen wir hier mal die geladene Herstellungsroutine ausführen. So, mal gucken, was jetzt passiert. Aktuelle Herstellung Gold, jawohl, Lithium, aktuelles Radio überprüft, bitte Herstellungsparameter. Ach, wir haben das, genau, wir haben das Isotop noch nicht. Das müssen wir noch einsetzen. Das Isotop war hier rechts. Hier ist nämlich doch so ein, hier ist das Isotop. So, jetzt haben wir das eingeführt, U238, jawohl. Da ist Gold und da ist Lithium. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. So, jetzt machen wir Ausführung. Herstellung läuft. Ja, super. So. Mal gespannt, was er jetzt meldet. Operationsroutine geladen. Das können wir auch nicht auswählen. Das ist einfach nur eine Meldung. Herstellung läuft, bitte durch das Fenster beobachten. Ausgabe erfolgt am Bandfeld. Okay, dann machen wir das. Also, ah, hier geht Licht an, ja. Ah, was ist das? Ein Torso. Ah, ja. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Okay. Eine Pio.
piezo-nukleare Powerrüstung. Brust. Bingo. Ha! Wenn du Strahlung ausgesetzt wirst, regenerieren sich deine AP schneller. Schadensresistenz 282, 202 und 300. Gesundheit 440 und 440. Ist aber sauschwer. Und tierisch teuer. Können wir denn noch so ein Ding herstellen oder geht das nur einmal? Gucken. Dann können wir die ganze Rüstung so herstellen. Das wäre doch cool, oder? Ausführen. Ausgabe erfolgt. Am Wandfänger. Na, noch einen? Kriegen wir noch einen? Nee. Scheint aufgebraucht. Nee, geht nicht mehr. Ne, die sind also alle. Ja. Ich würde sagen, dann packe ich jetzt Behälter auch aus. Das heißt, die wiegen auch nichts. Wir haben also nichts mehr. Lasse ich die hier oder können wir die verwerten? Ah, ich glaube, wir nehmen die mit. So. Das kann ich nicht rausnehmen. Gut, dann war es das eigentlich. Ja, man muss im Grunde nur die richtigen Materialien in die richtigen Behälter packen. So, das war... Moment, der Ausgang war hier. Nee, der Ausgang ist nicht hier. Das ist, glaube ich, hier irgendwie noch rum, ne? So, ich trinke noch mal einen Schluck Wasser, wenn wir schon hier sind. So. Wow, wow, wow. Dann nehme ich aber auch mal ran zu mir, oder? Ja, ist ja schreckliches Wasser. Okay. Ja, Leute, das war der einzige Clou. So, wir sind da rausgekommen und hier regnet es immer, wenn ich da rauskomme. Okay. Wir werden jetzt nach Hause gehen, auf direkten Weg. Da ist es vielleicht sonniger. Nach Hause heißt natürlich Sanctuary, ne? Oh, ist dunkel geworden. Na, was machst du denn da oben? Hallo, komm da runter. Carla ist da. Wir müssen mal gucken, ob wir ihr was verscherbeln können. Was haben wir denn noch zu verkaufen? Wir haben hier echt nicht mehr viel. Wir haben nicht mal, glaube ich, drücke nämlich schon mal raus. Ja, wir haben so viel Kleinkram. Moment. Carla kriegt von uns ein paar Kleidungsstücke oder. Was? Moment mal, wieso mit den da drin? Den wollten wir verkaufen. Genau. Ja, aber das nicht. Nein, was habe ich hier noch zum, zum Verkaufen? Ich habe nichts zum Verkaufen. Keiner kann hier ruhig stehen. Wir haben einfach nicht so einen Moment. Wir müssen mal wieder auf Jagd gehen. Danke. Ach ja, endlich ja, ja. Kann ich wieder klar denken. Oh, Moment, ich muss aus der Rüstung raus. Wir wollen noch mal etwas gucken und probieren. Damit ich Polymer Labs für uns auch abschließen kann. Also, die hatte 282 Schaden, 202 und 300. Was hat denn unser... Ja, ist das jetzt ein Torso oder ist das kein Torso? Das sieht doch genauso aus, ne? Ich würde sagen, ja. Aber der hat viel mehr. Da brauchen wir den Kram doch überhaupt nicht. Was wollen wir damit? Gesundheit 860. Ja gut, den könnten wir vielleicht eine 45er Tour packen oder so. Das sollten wir vielleicht mal versuchen. So, dann bringe ich die mal nach oben. Und hole mal eine von unseren anderen Rüstungen runter. So. Wenn ich hier etwas sich stehen lassen. Wir haben hier unten... Moment, die stelle ich jetzt mal hier hin. Jop, so. Oh, die eine Maschine läuft immer, obwohl sie eigentlich ausgeschaltet ist, dürfte sie gar nicht laufen. So, wir haben hier 282, hatte ich gesagt. Ne, was haben wir hier? Das ist der Torso, der hat auch 340, also auch mehr. Was ist denn mit diesem? Der hat weniger. Da können wir den austauschen. Dann tauschen wir den aus, ja. Das machen wir.
Moment, da kann ich vielleicht sogar manuell malen. Da brauche ich nicht mal. Oh, wo ist sie denn jetzt? Moment, da muss ich wohl doch mal da rein. Jetzt ist sie weg. Also, nee, die ist einfach nur rausgenommen. Ja, gut. Die mal rein. Wir gehen mal da unten. So. Die hat jedenfalls kein Jetpack, soweit ich sehe. So, schauen wir uns das mal an. Okay, wir haben hier den Torso, der ist abgenommen. Und wir haben jetzt den, der hat 282 und der hatte 240, 170, 300, 282, 202. Das ist also auf jeden Fall, die oberen beiden Werte sind auf jeden Fall höher. Dann lassen wir das jetzt hier drauf. Das lohnt sich dann ja. Genau. Ja, verlassen. Und die andere packen wir beiseite. Und, den habe ich schon, ne? Sieht so aus, ja. Und wird eine Kiste dafür. Kleidung. Da ist er. So, dann haben wir nämlich hier noch links, 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 rechts, rechts. Und drei Torsos und noch ein Torso. Ja, macht ja nichts. Wir haben ja auch Beine und Arme. Vielleicht finden wir ja noch welche. Hier sehen, haben wir sogar drei Teile, aber leider den Rest nicht. Ja, super. So, jetzt gucke ich aber nochmal, ob wir noch was verändern können an diesem Teil. Wir können das ja vielleicht sogar noch modifizieren. So, jetzt mache ich mal F3 und mal sehen, was das wird. Das endet in meiner Ausrüstung. Was ist denn? Wir müssen die, glaube ich, auch unbehandelt Militärlook machen. Ja, hat sich noch nichts verändert, ne? Was ist, wenn wir hier ein Jetpack dran machen? Dann haben wir 620 Gesundheit. Ja, das wäre trotzdem eine gute Rüstung dann. 342. Hat man nicht 82? Tjo, wir haben es verschlimmbessert. Moment, was nehmen wir denn? Wir erhöhen die Stärke. Optimierter Kern. Ermöglicht einen Düsenschub beim Springen. Ich glaube, wir nehmen hier den Stealth Boy. Ich würde hier, glaube ich, einen Stealth Boy einbauen wollen. Ja, das machen wir. Okay, ich würde sagen, mit einem Stealth-Bot kann man das Ding ganz gut benutzen. Wir können aber hier bestimmt noch was ändern. Wir machen hier noch mal gut was draus. Wenn wir schon dabei sind, machen wir es gleich richtig. Die hydraulischen Armschienen verringert die Aktionspunktekosten für starke Angriffe oder die hydraulischen Armschienen. Ich glaube, wir nehmen auch hier die optimierten. Okay, 45, dann nehmen wir den Arm, machen das auch. So. Jetzt hatte ich die optimierten genommen, ne? Was wäre denn, wenn wir einen anderen nehmen? Ist das rechts? Das ist rechts. Sieht das anders aus? Soweit nicht. Versuch das mal. Nee, das sieht doch was. Ich lasse das mal so. Die Beine sollen auch auf F. Militär. Dann kriegen die aber, die kriegen eine erhöht den Schadensradius von Einschlaglandungen.
Kinetisch plötzliche Reinkarnation. Nee, da machen wir auch den. Oder das hier. Sprintgeschwindigkeit. Okay. Militär, jawohl, das ist gleich. Quatsch. Das. Auch hier muss es gleich sein. Die müssen alle gleich sein, sonst funktioniert das nicht mit dem, was gemacht werden soll. Was habe ich jetzt gesagt? Kalibriert, ne? Ja, meine ja. Ich nehme eigentlich immer kalibriert. Jawohl, kalibriert. Armschiene, abgeschirmt und diese Piezo Power. So, jetzt haben wir immerhin eine Gesundheit von 620, 80 und so weiter. Das ist schon eine ganze Menge. Dann stellen wir die jetzt wieder oben hin. So, da kommen wir rein. Ja, jetzt steht der Fusionskern nicht mehr oben. Sondern irgendwo in zweiter Stelle. Okay, so. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Die ist aufgemotzt. So, was? Achso, halt den Kern raus. Damit keiner abhaut damit. Ja, aber wir haben immerhin... Ah, nicht die. Das ist eine große neue. Nein, raus damit. Nicht immer irgendeine neue einbringen. Die. So, rein da. Die machen wir auch gleich fertig. Dann stehen die hier und sind fertig. Ich überlege gerade, ob wir die nicht sowieso irgendwo hinstellen könnten. Wir haben da unten unser Roboterhäuschen. Was wäre, wenn wir hier noch ein kleines Haus dazu machen? Muss ja nicht groß sein, so Mini-Haus. So. Ja, mal gucken, das versuche ich mal eben. Das wäre das. Und passt das da irgendwie dran? Nö, das geht natürlich wieder nicht. Ach, da habe ich gar keinen drunter. Moment. Ja, ich nehme dich schon ab jetzt hier. So. Jetzt komm du mal da dran. Ich brauche eine Erweiterung für die nächste Platte. So. Du kannst erstmal da wieder rein. Ach nee, halt. Du musst da raus. Du könntest auch erstmal hier die Erweiterung gleich machen. Ja, so. Dann kann ich die Beine nämlich wieder rausnehmen. Das Dach wieder aufsetzen. Jawohl. Und das machen wir trotzdem zu. So, das wird jetzt... Oder wir machen eine Tür rein. Eine mit Glas. Genau, eine mit Glas. Da brauchen wir hier vorne keine Tür. Ja, das ist eine gute Idee. So. Hier vorne kommt jetzt auch noch... das hin so. Und die Hütten lassen wir, wo sie sind. Ja, komm. So, das ist wunderbar. Ah, du geh doch hoch. Kann ich springen? Ich bin doch in der falschen Rüstung. Moment. Ich schleppe immer noch die Rüstung hier mit mir rum. So, wir machen hier aber... Und ist der zu nass? Manchmal könnte es sein. Eigentlich könnten wir da auch noch ein Stück vorgehen, ne? Das machen wir. Wir haben dann mehr Platz hier vorne. Ja, das machen wir. Aber dann, nee, dann zerreiße ich das Dach. Alles gut, Hund? Heißt nicht mehr Hund, heißt Dogmeat. Okay, wir bauen hier ein schräges Dach drauf, ja. Und zwar machen wir, gucken wir mal, was können wir denn damit veranstalten? Haben wir nicht irgendetwas, das geht nämlich, ja, ja. Aber wir haben Lücken hier drin. Wie machen wir die denn zu? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das zubekommen. Ah, ich habe eine Idee. Nicht die... sondern wir haben doch hier noch solche.
Da ist eine Seite zu, jawohl. Dann drehen wir das um und dann ist das auch zu. Wunderbar, ein kleines Dach. Ja, prima. So passt das. So, jetzt hole ich die Rüstung. Oh, wo war ich die eigentlich ausgezogen? Ich wollte die, glaube ich, umbauen. Ne? Hops. Herstellen. Die haben wir schon geändert. Ach nee, die ist noch auf D. Die könnten wir nochmal auf F hochpeppen. Das bleibt, jawohl, die optimierten haben wir auch schon. Ich glaube, ich muss nur das hochbringen noch. Auch optimiert. Oh, hier haben wir 16,51. Da müssten wir... Das nehmen wir mal ab. So, und den Helm nehmen wir auch ab. Und dann brauchen wir ein linkes Bein und einen Helm. Moment, ich hole das mal eben. Moment, da ist es doch. Ein 60er linkes Bein und linker Arm, rechter Arm. Wir könnten eigentlich auch die Tesla-Geschichten da dran setzen. Das ist doch gut, das machen wir. 60-60. Linkes Bein habe ich gesagt, ne? Linkes Bein. Nee, linkes Bein, rechter Arm. Ich nehme die mal alle mit. Moment, ich nehme das Bein, das rechte auch nochmal. Ich weiß jetzt wieder nicht welches. Das war falsch. Naja, ist egal. Komm, müssen wir eh gleich wieder zurückholen. So. Okay, nochmal dahin. So, was haben wir denn jetzt dran? Wir könnten hier das ausrüsten. Ich trage doch gar nichts. Ich sitze doch und arbeite. Ja, ja. Moment, das linke Arm, linker rechter Arm. Jawohl, wir brauchen also nur die Beine. Die modifizieren wir nochmal. Kalibrierte. Ja, das ist gut. Moment, nee, das soll ruhig so bleiben. Dann haben wir... Wo ist denn jetzt ein rechtes? Linkes Bein. Linkes Bein brauchen wir noch. Linkes Bein T60, da ist es doch. Okay, das müssen wir nur aufpeppen. Unbehandelt, Militär. Kalibrierte Stoßdämpfer. Das war's, glaube ich, schon, ne? Ausrüsten. So, was haben wir jetzt ausgerüstet? Wir haben den linken Arm, den Torso, das linke und das rechte Bein. Jetzt fehlt eigentlich... nur noch der Helm. Jetzt haben wir keinen Helm. Haben wir gar keinen Helm für 60er? Da müssen wir aber noch mal gucken. Wir müssen noch einen Helm haben. Sieht doch schrottig aus so. So, Moment. Da ist ein Helm. So, dann nehmen wir einfach den. Ja, Mu. Helm, da ist Helm. So, aufpeppen. Unbehandelt nicht. Nein, wir müssen alle behandeln. Was machen wir da rein? Da könnten wir Aufklärung bei Verwendung des Zielverlusts, die FATS, die interne. Hier werden wir auch das Zielerfassungszeit machen. Das macht die Feinde rot. Wenn ich reinsteige. Ja, weiß ich nicht, ob das bei anderen auch ist. Aber irgendwie stimmen die Farben nicht überein. Da ist, glaube ich, einiges noch im Argen. Moment. Wir haben aber alles auf Militär gemacht. Nee, Moment. Wir haben jetzt den linken Arm, den rechten Arm, den Torso. Linkes Bein, rechtes Bein. Und ein Helm. So, dann packe ich die anderen jetzt beiseite. Kommt wieder in die Kiste. Ja, ist ein bisschen umständlich mit der Kiste, aber ich will das getrennt halten. So, raus, raus, raus. Die können... Alter, was habe ich... Jetzt habe ich mich nackig gemacht. Jetzt habe ich die Brille abgesetzt. Geht doch nicht immer hoch. So. Gut. Kurze Brille wieder aufsetzen.
Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Hilfsmittel, Kleidung, Brille aufsetzen. So, weil die Wahrnehmung stimmt sonst nicht. Also, wir haben einen linken Arm, wir haben einen rechten Arm. Die sind aber noch nicht erweitert. Auf F. Unbehandelt. Ah, deswegen die Farbe. Genau. Und Extras? Tesla-Armschiene. Oh ja. Ja, so sieht es schon ganz gut aus, ne? Das lassen wir auch. So, dann ist das unser Tesla-Modell. Und hier haben wir noch den rechten Arm, der wird auch modifiziert. Und hier machen wir auch Militär. Jawohl, das höre ich immer gerne, dieses Geräusch. So, haben wir zwei Tesla-Armschienen. Und wo ist der Torso? Den machen wir auch auf F. Unbehandelt, Militär. So, jetzt kriegt das irgendwie alles die gleiche Farbe. Bewegungsunterstützte Servos oder Tesla-Spule. Tesla-Spule, ne? Machen wir doch alles auf Tesla-Spule. Wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich fasse übrigens keiner mehr an. Was ist los? Meckern nicht. Ich mache nur meine Arbeit. Selbstzielend. Das haben wir schon erledigt. Zielerfassungszeit. Jawohl. Das lassen wir ab. Können wir da eigentlich auch eine Tesla-Spule nehmen? Nee, da gibt es keine, ne? Na gut. Okay. Tesla, Tesla. Der Torso ist Tesla. Linke Bein, rechte Bein. Der Helm ist selbstzählend. Ja, so eine gute Sache. Schneid dir nichts ab, was du nachher vermisst. Oh, was ist das für ein doofer Spruch? Ha. Da wird mich wohl keiner anfassen, wa? Na gut, ist aber keine X01. Wir haben die restlichen Teile noch nicht. Vielleicht finden wir die Dinger ja noch. Ich hatte doch noch überlegt, die runterzubringen. Moment, das kann ich doch gleich machen. Na Hund, ich komme dir lieber nicht zu nahe, daher fällt es mir doch um. So, die stellen wir hier so in die Ecke. Raus. Oh. Schon gar nicht schlecht. Ich hol mal die nächste. Die stellen wir jetzt auch nach unten. Wo hatte ich denn die andere hingestellt? Das ist meine. Genau. Hier müssten wir eigentlich unsichtbar werden mit, ne? Werden wir damit unsichtbar? Moment, ich muss mal gucken. So, mal gucken, ja. Jetzt gehe ich in die Hocke. Jawohl! Coole Sache. Ha! Das geht nur mit diesem, wie heißt der Dinger? Stealth Boy. Mit dem Stealth Boy. Den kann man ja leider, soweit ich weiß, nicht direkt anbauen. So. Okay, Altkern. So, sehr schön. Dann haben wir eine 45er und wir haben eine 60er. Ja, ich mache die ganz bewusst militärisch, wegen der Stärke, ne? So. Ja, wir können auch noch welche... Da steht auch noch eine. Was haben wir denn hier? Ach, die 60er. Ja, die hatte ich gekauft. Oder habe ich die irgendwo mitgenommen? Gucken wir mal, was wir da noch. Da können wir auch noch was aufbessern. Ups, so. Hier nochmal gucken.
Wir modifizieren auch hier. Das haben wir schon gemacht. Wir haben die auf Ritterlackierung gelassen. Die haben wir, glaube ich, gekauft sogar. Optimierte Armschienen. Armschienen belüftet. Ah, das war das belüftete Teil. Wenn ich Fallschaden habe, also wenn ich runterfalle, knallt es und alle fallen um. Genau. Aber wir können hier die Nummer 2 gar nicht weiter. Ich überlege, ob wir die so lassen mit der Ritterlackierung. Mal gucken, wenn wir erhöhte Beweglichkeit, wenn alle Teile diese Lackierung haben. Ist aber so helles, ne? Und Hot Rod, wo ist denn? Ach, das ist das Bein, dann sind die rot. Okay. Wattek vielleicht. Dann wollen wir das blau machen? Dann machen wir blau. Das Charisma. Oder wir machen mal eine weiße. Nee, eine weiße ist. Wir sind doch hier nicht im Winter. Nur die Trefferpunkte der Rüstung. Wir machen das auf Voltec-Lackierung. Ja, Charisma. Die explosive Lüftung. Hm. Ich weiß nicht, ob ich die rausnehme. Ich glaube, das ist zu gefährlich, wenn ich da andere reinstecke nachher. Dann ist das zu gefährlich für mich. Ja, ja, das lassen wir mal lieber. Die Voltec. Das auch raus, die kalibrierten. Der Helm hat die Zielerfassung, muss aber auch die Voltec-Lackierung haben. Das kann bleiben. Das ist auch F und auch hier die Voltec-Lackierung. Hier ist ein Stealth-Boy drin. Ja, das ist gut. So, dann haben wir Stealth-Boy. Selbstzielend ist gut, Zielerfassung hat genannt. Und die Armschienen, alles auf F Maximum, ja, 60 F. Hier fehlt aber, glaube ich, noch die, ja, da ist die Lackierung noch falsch. So. Ja, halt, da ist sie schon und hier. So, Voltec, alles Voltec. Jawoll, das passt. Gut, lassen wir so. Die ist nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, erfahrungsgemäß stecke ich da Begleiter rein. Also ich selbst laufe damit nicht. Und da das, ach halt, wo will ich da hin? Da ich das für mich zur Gefahr wird, wenn ein Begleiter von oben irgendwo runterspringt und dabei Explosionsschaden verursacht, ist das natürlich nicht lustig. Das war die 45er, das ist die 60er, dann stelle ich die jetzt mal hier mit hin. Ja, passt doch. Ja, 45, eine 60er, eine 60er. Sehr gut. Was ist los? Was knurrst du? Dogmeat! Alles okay, Junge? Ach, ist egal. Keine Sorge, Dogmeat. Ich wollte nur Hallo sagen. Ja, ich sage ab und zu Hallo bei dem Hund. Weißt du, Moment. Nein, da ist nichts mehr. Das, die muss oben sein. Jawohl. So. Jetzt habe ich zwei Fusionskerne angebracht. Jetzt habe ich wieder eine reingetan gehabt. Oh. Ja, so passiert das dann, ne? Wir sind ja leider auch nicht nach der Größe sortiert. Also sitze wohl schon, aber nein, eigentlich nicht. Ich glaube, die fallen immer. So. Damit haben wir das erledigt mit dem Polymer Labs. Das müsste komplett erledigt sein. Gucken wir mal. Cambridge Copper. Jawohl, optional. Finde eine andere Möglichkeit, um aus dem Labor. Wir sind irgendwie entkommen. Ich weiß immer noch.
Das müsste eigentlich auf Dings gehen, aber es tut es nicht. Naja, ist egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Gucken wir mal, was wir noch brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall noch nicht automatische Pistolen, verursachen 60% mehr Schaden und haben eine nochmals größere Reichweite. Ja, das möchte ich haben. Die Wanderer haben wir schon. Nee, Wanderer haben wir. Doch. Das ist schon gut. So. Der Wanderer ist schon auf Maximum. Das Kommando habe ich auch auf Maximum. Als nächstes müssten wir den nochmal machen und den. Und dann auf jeden Fall im oberen Bereich. Ne, hier, wir haben immer noch nur 5. Nur 3. 7 habe ich da schon. Hier bin ich bei 9. Und hier haben wir auch noch 4. Und hier, das könnten wir alles schön vergrößern. Ja, das machen wir dann auch noch. Aber ja, so weit, so gut, ne, würde ich sagen. Ja, ich gehe mal hoch. Die Sonne scheint. Ein bisschen zu rösten in der Sonne. Naja, albern, ich weiß. Ja, der läuft immer noch, obwohl er aus ist. Der ist aus, der ist definitiv aus. Guck, ob wir hier jetzt die Red Rocket sehen können. Ja, da ist sie. Sehr schön. Vielleicht sollte ich hier noch was rüber bauen. Warte mal, eine Treppe. Ach nö, das muss nicht sein. Das sehen Sie ja auch so. Okay, ich sage danke und tschüss. Damit ist Cambridge Polymer Labs auf jeden Fall beendet, auch wenn es nicht erscheint. Ne, wir haben das ja erledigt. Wenn auch später.